Das wird gelöscht. Natürlich, weiß ich doch. So, jetzt kommen wir zum originellsten Boot. Und da erreichte dies Jahr den dritten Platz, ist es kaum zu glauben. Die Dabler mit ihrem Bierzelt. Yeah! Wir können auch anstoßen. Komm, Olaf. Komm hoch. So, Glückwunsch zum dritten Platz. Zweiten Platz beim originellsten Boot haben die Atzen. Oh, die ganze Rasselbande hier. Also jetzt wird jeder darf eine Woche den Pokal zu Hause behalten oder wie machen wir das jetzt? Ja, irgendwie so muss man sich mal regeln, oder? Ja, das wird schon gehen. Oder der Captain, der Team-Captain, da wo das Boot gebaut wurde. Wäre auch ein Vorschlag. Ach, Sie werden sich da schon einig. Genau, wenn ihr jedes Jahr mit bei seid, dann könnt ihr, wenn ihr 18 seid, alle aus einem Pokal trinken. Jeder aus einem eigenen. Dann kriegt ihr auch was aus der Kanne. Dankeschön. Also für nächstes Jahr wieder eine tolle Idee. Vielleicht noch ein Boot mehr bauen, dann seid ihr nicht zu viel auf einen. Ja, und das schönste Boot dieses Jahr hat nach Meinung der Jury und vielleicht auch nach Meinung vieler Zuschauer die Banskoer Garde gemacht mit ihrer Bohrinsel. Wo sind sie, die Leute von BP? Und was heißt BP? Banskobauer. Genau, nicht was andere denken. Ja, das Boot Biolek. Dieses Mal den ersten Preis. Ja, Jungs, das wird teuer heute Abend, ne? Ja, und der den Pokal zu Hause hat, muss auch immer dafür sorgen, dass er voll ist. Oh. Ja, ich hab noch was vermisst. Gut, dass es unsere Anlage ist. So, für die beste Show wurde dieses Jahr auch ein Karnevalsclub. Weißt du wer? Unser? Wir können ja nicht alles haben. Dann sagen die noch immer Schiebung, aber irgendeiner ruft immer ganz laut Schiebung, ne? Yeah. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, die da hinten. Wie heißt der? Wissen wir jetzt, wie der Karnevalsclub heißt? Sag du hast es geübt. Schweriner Karnevalsgesellschaft Winden e.V. Gesellschaft, ja. Nicht, aber für die beste Show. Genau, für die beste Show habt ihr gemacht. So wollt ihr nicht herkommen. Also die von der besten Show müssten ihr auch immer eine Freirunde geben. Ja. So, Applaus nochmal für die beste Show. Für die Schweriner Karnevalsgesellschaft Winden e.V. So, jetzt haben wir hier den Wanderpokal der Banskoer Funken und Prinzengarde. Und das ist ja immer so ein bisschen auch ein Fairnesspreis. Und die Garde hat sich in diesem Jahr entschieden, den zu geben, die auch so ein bisschen behindert wurden im letzten Rennen, und zwar das Ärzteboot. Und weil sie so fair waren und auf den ersten Preis verzichtet haben, bekommen sie den Wanderpokal der Banskoer Funken und Prinzengarde. Da passt auch viel mehr Alkohol rein, muss man viel mehr kaufen und den Polzen trinken. So, die Ärzte haben ja gewiss mehr Geld. Ja.
Ich würde den Sekt ja viel lieber trinken. Ja, ich auch. Gut. So, war's das? Ja, Mario, wir haben keine Pokale mehr. Wir würden gerne noch ein paar verteilen, aber das soll es für dieses Jahr gewesen sein. Nein, ich glaube nicht. Pokale haben wir zwar nicht, aber wir haben noch den Sonderpreis der Jungunternehmer, von dem du so viel gesprochen hast. Ja. Und ich habe ihn hier in der Tasche. Die Kinder haben gesagt, die wollen den Preis. Dann machen wir das. Das ist für. Also, wir bitten dann mal her die Kinder von der Vuvuzela. Ja. Ihr habt den ersten Preis gemacht im Rennen, in den Jugendrennen. Und da haben wir einen ganz besonderen Preis für euch. Jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr jubeln könnt. Das die jungen Unternehmer. Ich möchte die jungen Unternehmer nochmal nennen, die diesen Preis gesponsert haben. Und zwar sind das nochmal Krischi Bergmann mit seiner Karosseriewerkstatt. Oben an der gelben Reihe. So, dann der KPD. Oh Mensch, ihr macht das richtig professionell. Das ist unser Veranstalter, der heute Abend auch im Nettelrad und nächste Woche auch im Nettelrad das Riesenereignis machen wird. Und Maler Firma Lang. Und zwar. Oh Mensch, das klappt ja. Und nicht zu vergessen die Firma Geig und Sigorski, die Autoschlosser aus Schwerin, aus der Eugen-Langer-Straße. Also wisst ihr alle, wo ihr eure Autos hinzubringen habt. Und der erste Preis ist... Warte, ich geb dir. Damit auch alle das sehen können. Natürlich 4 Stunden Samba-Unterricht mit den Mädels. Nein. Der wäre für uns ihr gewesen. Könnt für 1 Stunde ist extra die Schweriner Go-Kart-Bahn für euch gemietet. Und da fahrt ihr... Und dann dürft ihr dann ein... richtiges Rennen fahren mit Qualifying und Rennen und alles rum und dran. Und die ganze Go-Kart-Bahn ist nur für euch. Vielleicht kriegen wir ja dann noch ein Schumi auch aus Bansko. Und ja, das der nächste Schumi wird dann bestimmt aus Bansko kommen. Genau. Gut, also herzlichen Glückwunsch für euch. Ach, willst du haben? Nicht vermühlen. Schön aufpassen. Ganz viel Geld drin. Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön und werft die Dinger durch. So, das soll es jetzt auch von unserer Seite gewesen sein.